Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier beim Train Sim World 4 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis, spielt das hier auf dem PC. Wir befinden uns, wie ihr unschwer erkennen könnt, am Hamburger Hauptbahnhof und haben heute die Aufgabe, diesen IC in Richtung Lübeck zu fahren. Leider ist uns die 101 kaputt gegangen. Ein Defekt. Und die steht da hinten, die haben wir gerade abgekoppelt. Und deswegen wurden wir jetzt hier hinzugerufen mit unserer BR218 Doppeltraktion an diesen IC heranzufahren, an den Steuerwagen anzukoppeln und den dann als Ersatzzug weiter bis nach Lübeck zu fahren, damit die Fahrgäste wenigstens dahin kommen. Und wie gesagt, das werden wir jetzt übernehmen. Und zwar erstmal so weit, dass wir an diesen Zug heranfahren, ankoppeln. Und dann, die Fahrgäste haben wir schon aufgenommen und da müssen wir uns eine Route legen in Richtung Lübeck. Und ich würde sagen, das gehen wir jetzt an. Ich weiß aber noch nicht, ob ich wirklich bis Lübeck fahre. Das sind nämlich auch wieder über 50 Kilometer. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir erstmal an die Wagen herankoppeln, heranfahren. Das machen wir jetzt als allererstes Mal. Genau, und zwar. So, ich starte die einmal neu, weil vorhin hatte ich das nämlich bei der Probe. Da war eine nicht mal angesprungen, beziehungsweise gar nicht am Laufen. Und deswegen mache ich das jetzt eben so, damit auch beide laufen. Die läuft. Die springt auch an. Wunderschön. Gut, dann können wir die Bremsen lösen. So. Ach, seht mal, wie schön. So, dann würde ich sagen, koppeln wir mal an unseren IC ran. Das reicht ja schon an Geschwindigkeit. So, koppeln wir an. Na komm. Herrgott, wo war's denn jetzt? So, dann muss der nach vorne. Wir müssen noch mal kurz aussteigen, denn wir müssen noch die Zugschlussleuchten hinten ausmachen. So. Zack. So, dann wären wir soweit. Das müssen wir eine Route legen. Na komm. Legen wir uns jetzt noch eine Route. Also ganz ist wirklich ein bisschen arg lang. Deswegen fahren wir mal bis hier. Genau.
Es könnte an dem RE liegen, der da noch liegt, beziehungsweise. So, und ihr seht hier, dass wir die 101 abgekoppelt haben. Wie gesagt, die hat einen Defekt. So, ich hoffe, dass wir jetzt gleich mal grün kriegen hier, weil das nervt nämlich ein bisschen. Ach, der ist das Problem. Dann entfernen wir den mal. So, das war's. Gut, dann würde ich sagen, die Fahrgäste haben wir, wie gesagt, schon aufgenommen. Können wir loslegen? Unserem Ersatz-IC hier. Wunderschön, wunderschön. Ist das Signal auf einmal umgesprungen oder was ist jetzt hier Phase? Wunderschön, wunderschön. Wunderschön. Wie vor 40. Doch nach wie vor unter PCB-Beeinflussung. Können wir sowieso nicht befreien. Jetzt befreit. Scheint so. Nee. Ne, 1000 Hertz Magnet Lichtpunkt noch. Dürfen aber schneller fahren. Wahrscheinlich werden wir uns hier jetzt eh wieder quittieren oder befreien. Können wir aufschalten.
So, dann dürfen wir auch gleich schon 100 fahren. Wunderbar. Sehr, sehr schön. So, und ich denke, bis Bad Oldesloe, das reicht dann auch. Die Fahrgäste dann halt von Bad Oldesloe entweder einen Ersatzzug oder einen SEV nehmen. Mann! Das ist immer das, wenn man gestört wird. RE. Du darfst noch nicht. Ich zwar auch nicht, aber naja, BU ist noch nicht geschlossen. Aber ich hatte kein Rot, also darf ich auch fahren. Wird wohl eine Zeit lang dauern, Kollege. So, dann dürfen wir auch gleich die Höchstgeschwindigkeit dieser Lokomotive, BR218. Seht mal, Güterzugtreff, wunderschön. Wunderschön, wunderschön, ah. Im Hintergrund das Riesenrad. Einfach zu geil.
Travemünde, Lübeck, 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 Lübeck. Oldenburg. Ich glaube, Bad Oldesloe werden wir jetzt hier nicht finden. Budapest? Glauben die auch selber nicht. Gelsenkirchen, ist klar, Wanne-Eickel. Gelsenkirchen wäre jetzt von hier, von Hamburg, doch ein bisschen arg weit für den RE. Aschaffenburg. Bitterfeld, Berlin, Hauptbahnhof. Ist auch zu weit. Basel, Zürich, Stuttgart, Mannheim, Eschede, Celle, Hamburg, Mannheim, weiter nach. Zu schnell. Bad Oeynhausen. Lüneburg. Kiel. Boah, was da alles für Städte bei sind, ey, Wahnsinn. Ob das Bestand hat, ist die nächste Frage. Strich 3. Zweiundzwanzig Kilometer noch bis Bad Oldesloe.
So, und in Bad Oldesloe, wie gesagt, endet dann unsere Fahrt. Dürfen wir gleich sogar 160. Mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen. So, jetzt eben kurzzeitig 130. So, bin ich mal gespannt. Na, wir dürfen eh nur 140. Gleich 90. Da sind wir auch schon fast da. Also wie gesagt, unsere BR101 hatte einen technischen Defekt und deswegen mussten wir leider der BR218 Doppeltraktion an den Steuerwagen heran und den IC weiter zumindest bis Bad Oldesloe fahren. Eine Doppeltraktion. Der Zug ist sehr, sehr nice. So.
Der Bad Oldesloe müssen sich die Fahrgäste dann, wie gesagt, anderweitig behelfen. Es gehen ja zwar noch Regionalbahnen und REs nach Lübeck, aber das dauert natürlich. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir dann unseren End- und Zielbahnhof Bad Oldesloe. Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Aufgrund einer betrieblichen Störung an der eigentlichen Zuglok haben wir heute unser End- und Ziel, haben wir heute unser Endziel in Bad Oldesloe. Für Fahrgäste, die weiter bis nach Lübeck wollen, steht entweder ein SEV bereit oder weitere Regionalbahnen und Regionalexpresse. Wir bitten Sie, für weitere Informationen Ihre Bahnnavigator-App zu benutzen oder sich auch an Lautsprecher-Durchsagen zu orientieren. Wir bitten um Verständnis. Ich wiederhole, meine sehr verehrten Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren End- und Zielbahnhof Bad Oldesloe. Aufgrund eines betrieblichen Defekts an unserer eigentlichen Zuglok endet unser Zug heute in Bad Oldesloe. Für Fahrgäste, die weiter bis nach Lübeck wollen, empfehlen wir entweder den SEV oder die Regionalbahnen sowie die Regionalexpresse. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Bahnnavigator-App und orientieren Sie sich an den Lautsprecherdurchsagen am Bahnsteig. Wir bitten um Entschuldigung und um Verständnis. So, die Fahrgäste sind informiert. Das ist schon mal sehr gut. Ich denke, die können sich jetzt auch rechtzeitig darauf vorbereiten. Licht aus. Ich liebe es. So, dann kommen gleich die üblichen Geschwindigkeitsbeschränkungen, nehme ich mal an. So, wir haben auf jeden Fall gleich ein haltzeigendes Signal. Das bedeutet sowieso gleich auf jeden Fall unter 45 sein. Das heißt, wir können eigentlich schon mal anfangen zu bremsen. Weil da kommt nämlich eh schon das zu quittierende Signal. Meine sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen dann jetzt Bad Oldesloe.
Dieser Zug endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Hier müssen wir schon noch. Mal bremst sie gut, mal bremst sie schlecht. Beide Seiten schon erlebt. Das reicht doch, Dicke. So, damit hätten wir das soweit abgeschlossen. Der Zug wird dann nach kurzem Aufenthalt wieder zurückfahren nach Hamburg. Dort dann auch abgestellt. Genau. Wir könnten die Tür noch öffnen, was wahrscheinlich eh nicht geht. Gehe ich jetzt mal von aus. Die jetzt verriegelt oder entriegelt? Öffnen. So. Hat er nicht. Kriegen wir sie denn jetzt überhaupt geöffnet hier am Steuermann? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Die ja. Die hier auch und die nicht. Ja, ist wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich, ne, kriegen wir nicht geöffnet. Ne. Ja, gut, wie gesagt, das war's auf jeden Fall mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Das war unsere kleine Sonderfahrt mit den Ersatzloks der BR218 in Doppeltraktion. Die wird, wie gesagt, gleich wieder steuerwagenmäßig, Steuerwagen voraus Richtung Hamburg fahren. Das können wir ja vielleicht in einem der nächsten Videos machen. Macht's gut, passt auf euch auf. Haut rein, ciao, servus und tschüss. Euer Dennis Spieters, haut rein, ciao, servus und tschüss.